In der Aquaristik starten wir heute mit einem Freskelage. Ja, nee, die haben noch nichts zu futtern bekommen. Das ist noch ein Walnussblatt, was hier von der Schnecke schnabuliert wird. Und von den Garnelen auch. Die mögen das unheimlich gerne. Wir starten hier in dem Becken heute, weil ich das eine oder andere dazu noch sagen möchte. Auch insbesondere, was die Cladophora hier angeht. Du brauchst keine Angst haben vor Cladophora. Nein, auf keinen Fall. Es sind Pflanzen. Also es ist keine Pest oder so. Es sind Pflanzen. Und ich sage es mal so, wie es jetzt ist. Wenn ich sie weghaben wollte, schnell, wäre das auch nicht das Problem. Ich würde einfach alle paar Tage gucken, wo was ist und es rausnehmen. Und dann hätte sich das innerhalb kürzester Zeit tatsächlich hier in dem Becken zumindest erledigt. Das wäre gar nicht so schwierig. Ich möchte aber die Cladophora beobachten. Ich möchte Wissen erlangen. Und das kann man nur, wenn man etwas wachsen lässt und es versucht, gut wachsen zu lassen, um dann, ich sag mal so, Erfahrung zu sammeln, wie eben die Pflanzen dann nicht mehr gut wachsen. Guck mal, wir haben eine Eiertante. So, das war jetzt, ist jetzt ein zufälliges Bild, denn ich wollte euch eigentlich eine andere Eiertante zeigen. Deswegen sind wir nämlich hier bei dem Becken. Zu der Thematik, wir hatten jetzt lange Zeit keinen Nachwuchs gehabt. Und wir haben ja seit geraumer Zeit das Calciumcarbonat in der Anwendung. Und jetzt zeigen sich wieder Eiertanten tatsächlich. Tolle Sache, muss ich sagen, dass sich das also lohnt, in dem Sinne schon mal gemacht zu haben, dass man eben durch zusätzliches Calciumcarbonat auch die Neocaridine anregen kann, wieder sich fortzupflanzen. Das ist eine ganz tolle Sache, muss ich sagen. Auch den Schnecken geht es richtig gut hier drin. Wir kommen dann gleich auch nochmal zu dem Thema pH-Wert hier drin. Die CO2-Anlage ist jetzt seit einigen Tagen mittlerweile schon aus. Müsste jetzt dritte oder vierte Tag schon sein. Ich habe jetzt auch einige Zeit nichts gemacht hier, also nicht gefilmt in dem Sinne. Ja, okay, also Cladophora ist ein interessantes Thema, finde ich. Und ich habe auch keine Angst, dass ich jetzt in anderen Becken Cladophora bekommen könnte. Denn, das mal kurz so mitgenommen, ich schiebe meine Krane just an die Seite. Es ist nur so, wir haben die Becken ja nebeneinander hier stehen. Ne, und, mal die Brille weg. Oder willst du mal durchgucken? Nee, die muss ich putzen. Lol. Besser erstmal putzen. Also, wir haben hier keine Cladophora drin. In keinster Art und Weise. Aber erstmal stelle ich die Belichtung anders ein. Zurück zum Thema Cladophora. Wir haben hier keine Cladophora drin. In allen Weichwasserbecken haben wir keine Cladophora drin. In keinem einzigen Becken, wo Weichwasser drin ist, sind Cladophora vorhanden. Das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Auch hier tatsächlich nicht. Mit dem Waschlappen weg hier. Sonst spiegelt das zu dolle. Auch hier sind keine Cladophora drin und die Becken sind ja wirklich alle nah beieinander. Also ich habe da jetzt auch keine Angst vor. Das ist ganz gut, so einen Waschlappen immer zu haben, wenn man mal zufällig nasse Finger hat, mal eben abtupfen. Ne? Jetzt liegt die Brille darum. Lol. Wir haben hier Cladophora drin. Ja, das ist nämlich ganz interessant. Die haben wir schon sehr lange hier drin. Also wirklich sehr lange. Und hier wachsen sie, ich sag's mal so wie es ist, ganz anders. Sehr kompakt, muss ich sagen, sehr dicht und sehr wenig. Das ist hier und da mal so ein kleines bisschen. Und wie gesagt, wenn man es weghaben wollte, rausmachen, hat sich die Kiste erledigt. Aber ich beobachte gar nicht, wie sich etwas entwickelt, in welchem Zusammenhang sich da etwas entwickelt. Weil es ist ja auch hier, wie gesagt, zu sehen, in jedem Becken funktioniert es anders. Und da herauszubekommen, wie man die Cladophora besonders gut versorgen kann oder aber dementsprechend dann das Ganze im Umkehrschluss anders macht, damit sie eben nicht mehr gut wachsen. Ne? So, hier haben wir jetzt kein Calciumcarbonat dazu gegeben. Genau, hier noch nicht. Müssen wir auch nicht, weil es sind Weichwassergarnelen. Übrigens, da ist gerade eine ganz hübsche. Eine ganz hübsche. Ja gut, aber wir haben hier halt Lavamulch drin, also kein direktes Weichwasser. Wir haben einen pH-Wert von, ich sag's mal so wie es ist, nachts 6,5 und tagsüber, wenn ich das Licht wirklich 8 Stunden und länger anlasse, gehen wir auf 7,3, 7,4 vom pH-Wert und von daher halten sich die Cladophora hier. Wohlgemerkt, sie halten sich. Ne? Sie vermehren sich nicht explosionsartig hier in dem Becken. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ich meine, man kann es ja auch bildlich überall, und jetzt spiegelt das wieder, sehen, ne, dass das also tatsächlich hier nur punktuell in dem Bereich ist und sonst nirgendwo.
Ja, Pinselalgen haben wir hier zwar dafür, aber das ist okay, da habe ich auch gar nichts gegen. Im Gegenteil, das ist eine sehr schöne Weidefläche, Abweidefläche für die Garnelen, also Mikroorganismen. Ja, und Aufwuchs sammelt sich da dran und so weiter und so fort. Auch hier wieder ein ganz klarer Fall. Walnussbaumblätter im Becken, ganz wichtig für die Garnelen. Das ist nämlich richtiges Futter, wohlgemerkt. Ne? Richtiges Futter, also die fressen die Blätter. Ist nicht nur zum Abweiden, sondern sie fressen sie. So, da fressen sie gerade eine Haut, die beiden. So, das dazu. Sonst, wie gesagt, haben wir Cladophora in keinem Becken. Auch hier nicht. Auch hier sind keine Cladophora drin. Ach, schade, ist das jetzt alles so. Ich müsste eigentlich mal das Licht überall ausmachen, wenn ich filme in dem Becken. Ja, okay, kommen wir vielleicht ein andermal zu. Also auch hier keine Cladophora drin. Also ist schon genial anzusehen, ne? Dass das also tatsächlich so funktioniert. Hier sind waren Cladophora. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich sehe das gerade. Ah, ja, da hinten. Da hinten, da sehen wir es. Da, guck mal. Da ist so ein ganz kleiner Fleck da oben. Siehst du das? So, und das war es in dem Becken hier. Mehr nicht. Und das hängt da auch schon Ewigkeiten tatsächlich dran. Ja, so unterschiedlich kann das sein, ne? Also ist schon crazy. Und wie gesagt, da herauszubekommen, wieso, weshalb, warum ist das denn so? Ne? Ja, das ist halt die große Frage. So, hier sind auch keine Cladophora drin. Das ist auch alles in Ordnung. Den Schnecken geht es auch gut hier drin. Die Garnelen sind übrigens auch noch da. Das kann ich sogar sehen an dem Schwamm hier, wenn dort oben so Küttel drauf sind. Ne? Das ist von den Garnelen. Hier sind blaue drin tatsächlich auch. Ja, okay, ich will jetzt nicht suchen mit euch, das hält zu lange auf. So, das kurz mal zum Thema Cladophora. Also, es ist keine Pest, sondern es ist eine Pflanze. Ja, wo ich finde, es sich auch lohnt, sie zu beobachten vom Wachstum her. Ne? Und wie sie halt am besten wächst. Hier wächst sie am besten, seitdem wir CO2 zugeführt haben. Das ist übrigens das einzige Becken, was mit CO2 läuft. Und eben seitdem wir Calciumcarbonat dazugegeben haben. Und seitdem wachsen hier tatsächlich die Cladophora richtig gut. Vorher waren sie auch sehr verhalten im Wachstum, also wirklich sehr verhalten. Und ich sag mal so, wie es ist, dramatisch ist das nicht. Das könnte man jetzt einfach unten abzuppeln, gut ist. Ne? Auch das hier am Schwamm, das bisschen, was da ist, abzuppeln, gut ist. Da oben auf dem Stein ist so ein kleines bisschen, da ist ein bisschen gewachsen. Also auch nicht wirklich viel. Und ansonsten hier in dem Bereich, wo das Moos wächst oder die Schwimmpflanzen, ja, da eben dementsprechend wächst auch nichts von den Cladophora. Aber wie gesagt, es ist eine Pflanze, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist keine Pest oder so. Es schadet nicht den Tieren. Wenn es irgendjemandem schadet, dann vielleicht jemand, der knickende Optik hat oder so. Nee, sorry, nein, natürlich nicht. Ich meine halt, wenn es bildlich stört, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, einen besseren grünen Teppich kannst du auch gar nicht wachsen lassen. Ne, versucht das mal mit Pflanzen hinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, okay. Laber palim palim ist natürlich Quark mit Soße. Aber trotzdem mal kurz das Thema nochmal angeschnitten. Wie das denn jetzt hier aussieht. Wie wir mit dem Becken weiter fortfahren, sehen wir gleich noch im Film. Ich werde erstmal den pH-Check machen. Und eigentlich sollten wir auch hier ja, tatsächlich mal die Oberflächen wieder bereinigen. Dementsprechend abernten. Aber okay. Ihr wisst ja, ich kann nichts wegschmeißen. So, hier ist eine Pumpe drin, die habe ich damals hier reingesetzt mit Schwammfilter, damit sie einläuft für den Fall, dass ich sie gebrauche. Ja, und seitdem steht sie halt drin. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo wir das hier rausgeholt hatten. Hier schwimmen auch ein paar Körbchen drin, ne, zum Reinigen. Also, ich meine, damit ich sie sofort habe, wenn ich sie brauche. Ich mal eben gucken, was da unten drin ist. Schwammfilter liegen da drin. Eine Giraffe steht hier drin. Warum steht die denn da drin? Sage ich dir gleich. Ich hoffe, dass es klappt, so wie ich mir das vorstelle. So, ein paar Schwämme sind hier. Ach nee, das ist jetzt von dem Filter. Wovon war das Wasser denn? Weißt du es noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist auch egal, das nicht, spielt nicht die große Rolle. So, das läuft hier so mit nebenbei, neben den Aquarien. Ne? Weil, wie gesagt, ich lerne gerne ja, von Sachen, die einfach laufen. Da lernt man das meiste von. So, wir haben einen pH-Wert von 4,3. Ne? Also mittlerweile ist hier, ich sag's mal so, Kalk komplett fast verbraucht, könnte man sagen. Ja, nicht ganz, ist schon noch was drin bei 4. Aber eben sehr wenig. Ne? Also ich habe hier Wasser nachgefüllt, immer nur reines Wasser.
Klar, zwischendurch auch mal, wenn ich irgendwo was gepanscht hat, habe ich das auch mit reingegossen. Ne? Aber in der Regel eher halt reines Wasser. Ja, und so sieht das jetzt halt aus. Ne? Das heißt also, wir haben ein sehr saures Milieu in dem Sinne. Coole Sache, das mal so mitzunehmen. Ich guck mal eben, was ich gleich mit der Giraffe mache. Unser großes Becken, Gesellschaftsbecken. So, hier war ich gestern Abend dran, so ein bisschen, so eine Dreiviertelstunde ungefähr. Hab das mal alles auseinandergerupft und Wasserwechsel gemacht, einen großen. Und das Becken war ja auch komplett voll, falls du die anderen Filme gesehen hast, mit Cladophora. Aber auch hier, ich brauchte das einfach nur rausnehmen und das war's. Hier im Schwammfilter ist jetzt noch so ein bisschen, das ist okay. Und da hinten in der Ecke ist noch so ein kleines bisschen, das ist auch okay, das kann auch ruhig bleiben, weil das ist gut für die Garnelen. Übrigens haben die sich hier sehr gut gemacht, muss ich sagen, im Gesellschaftsbecken. Hier tragen auch viele Weibchen tatsächlich Eier. Die trägt beispielsweise Eier hier in der Mitte. Bei der wird man das jetzt nicht ganz genau sehen. Aber was interessant ist, hier, ich hoffe, ich kriege das ein oder andere Tier gleich mal drauf. Hier sind interessante Varianten drin. Hier haben wir zum Beispiel eine, die ist fast komplett rot, hat halt nur eine weiße Flosse in dem Sinne. Ja, hier hinten deckend weiß, dann haben wir viele drin, die halt so leicht gestreift sind hier. Das sind voraussichtlich Kreuzungen von Galaxy Pinto Red und den Super Crystal Red. Das sind, ja, sind Kreuzungen davon. Da hinten haben wir beispielsweise eine, das ist normale Galaxy Pinto Red, die dort angekrabbelt kommt. Hier ist wieder eine mit leichten Streifen. Ich hoffe, dass wir sie gleich zu Gesicht bekommen. Mensch, hier ist nämlich eine ganz tolle. Die trägt Eier, hast du gerade gesehen, ne? Also die tragen hier Eier und vermehren sich auch nicht massig, weil die meisten jungen Garnelen holen natürlich die Fische, das ist ganz klarer Fall. Aber du siehst, die Großen, die gehen hier einfach ganz gemütlich spazieren. Das interessiert in keinster Weise, dass hier die Fische rumschwimmen. Die haben sich miteinander tatsächlich arrangiert. So, hier und da sehen wir noch ein kleines bisschen Cladophora, wie da an dem Stein beispielsweise, an dem Schieferstein. Aber wie gesagt, ich habe das einfach nur rausgenommen und das war's. Also das war keine Aktion oder so, sondern als hätte ich einfach nur Pflanzen zurückgenommen in dem Sinne. Ansonsten war das echt nicht dramatisch. Also sie hängen wirklich überall Garnelen rum. Ja, jetzt sehe ich sie leider nicht. Da hinten sind auch welche drin. Wir haben hier nämlich eine ganz tolle drin. Aber okay, vielleicht beim nächsten Clip in dem Sinne oder Dreh, wenn ich dann mal wieder hier bin und gucke. Aber ich sehe sie nur wirklich leider gar nicht. Ach, das ist so schade. Aber naja, okay. So, die Pflanzen hier, das ist die, mein Zettel habe ich hier liegen. Übrigens, hier steht die Chili. Die steht aber nicht wirklich hier, sondern die steht eigentlich hier vorne. Nur dann hätte ich sie jetzt direkt vom Fenster gehabt. Deswegen steht sie jetzt erstmal da. Ne? Macht sich gut hier drin. So, Hygrophylla pinnatifida. So, das ist nämlich diese Pflanze hier. Und hier siehst du noch eine, die wächst also tatsächlich sehr hoch. Die kann auch aus dem Aquarium raus, wachsen, hatte ich auch mal vorgehabt. Aber wenn da eine Lampe drüber hängt, ist das Quack mit Soße. Besser wäre es dann, wenn da oben das Licht wäre. Dann wäre das okay. Aber so, wenn die Lampe direkt drüber ist, das ist immer so ein bisschen Banane. Okay, das nochmal ganz kurz dazu. Wie gesagt, sie wächst langtriebig aus dem Becken raus. Du kannst sie aber wirklich immer wieder mal zurücknehmen und dann wächst sie schön kompakt und dicht. Sie macht wunderschöne Ausläufer, das kann man hier auch sehr schön sehen. Diese roten, ja, Austriebe da. Ne? Sie macht also ganz so viele Ausläufer auch tatsächlich. Und sie haftet sich fest, ne? Egal ob Wurzel oder Stein, die haftet sich tatsächlich fest. Also die kannst du auch als Aufbinderpflanze nehmen. Im Prinzip da oben könnte man sie aufbinden, wo jetzt die andere Pflanze ist. Ne? Und dann könnte sie da oben rauswachsen, rein theoretisch dann. Ne? Ja, Anubias übrigens, genau. Da ist auch noch ein bisschen Cladophora dran. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht dramatisch, tragisch, in keiner Art und Weise. Also, nee, man muss da echt keine Panik vorhaben. Im Gegenteil. Also, die können durchaus auch sehr nützlich sein und dementsprechend, je nachdem wie schnell sie wachsen, auch ordentlich an, ja, Stoffen herausziehen aus dem Wasser, die dann auch mal vielleicht nicht gewollt sind unbedingt und so weiter und so fort. Ja, okay. Na, wir sehen sie leider nicht. Naja, okay. Da stehen übrigens noch die anderen Chilis. Frohe Weihnachten, naja, noch ist nicht so weit. Aber so lange ist ja auch gar nicht mehr hin bis Weihnachten. Ne? Ja, okay, also ich habe jetzt ein Clean-up gemacht und jetzt gucke ich mal, wie lange ich mir das Becken angucke. Ja, ist so. Da wird jetzt einige Wochen wieder gar nichts passieren. Ich würde gerne Umgestaltung machen, aber ich habe noch ein anderes Projekt mit euch vor. Eigentlich noch zwei, nee, drei sogar. Eins kommt ganz bald, oder freue ich mich drauf. Das gibt eine ganz tolle Sache. Ja, okay, meine Lieben.
Ich werde mich mal kurz sammeln, weil ich weiß, muss aufpassen, was ich erzähle. Muss ich erstmal gucken, was wir jetzt, was machen wir jetzt? Genau. Das ist das andere Projekt hier, das wir schon gestartet haben mit der Säule. Ich habe immer noch keine wirkliche Idee, was ich da reinpacke in die Säule. Ich glaube, wir machen erstmal einen Start mit dem Becken selber für die Garnelen, würde ich sagen. Und was in die Säule reinkommt, das können wir uns später noch überlegen. Ich habe die Idee eigentlich, was reinzupflanzen, voraussichtlich, weil ich habe viele Ideen, hatte ich ja das schon erzählt, ne? Dass hier halt was rüberwächst und auch überhängend wächst im Prinzip, wie so ein Schutzschild, kannst du sagen, dann für die Garnelen, ne? Dass das Licht da nicht so richtig reinballert, sondern dann halt nur diffus von den Seiten Licht hereinkommt. Das wäre so eine Idee in dem Sinne. Ja, okay, komm, jetzt gucken wir mal eben, wie der pH-Wert da hinten aussieht, dass wir da langsam vorwärts kommen, damit ich euch sagen kann, was ich dann jetzt wirklich in der Vorgehensweise im Moment damit vorhabe. Ne, kann sich alles ändern, wie wir wissen, denn wir wollen ja etwas lernen. Von daher immer wieder mal eine kleine Veränderung und ja, genau. Ich dachte gerade schon, die ist tot. Nein, sie bewegt sich noch. Ich glaube, die wird wohl ihre Jungen entlassen, deswegen hängt die ganze Zeit hier so ruhig da. Das wird wohl bald losgehen. Denn die Eier sind schon ganz schön groß geworden, muss ich sagen. Ja, okay, pass auf. pH-Wert ist jetzt, ja, 7,7. So, in dem Dreh war es auch die letzten 2-3 Tage, seitdem wir das CO2 ausgestellt hatten. Vorher ist er mal unter 7 gesunken, ne? Trotzdem wir Calciumcarbonat dazugegeben haben. Und wir haben ja nur schon einiges dazugegeben. Und so zeigt er sich jetzt eben ohne CO2. Und das ist natürlich optimal, so Richtung 8. Also ich glaube, das gefällt den Neocaridiner tatsächlich am besten. Und auch den Schnecken. Also bei den Thylomelania sollte man sowieso an die 8 anstreben. Und wie gesagt, auch den Garnelen geht es richtig gut hier drin. Sind wieder vermehrungsfreudig. Ne? Also von daher hat das schon ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ja, okay, dann werde ich jetzt hier erstmal füttern. Oder mache ich erst... Machen wir das heute? Nee, pass mal auf, ich habe noch viel zu erzählen. Heute machen wir nichts Praktisches. Wir werden das eine oder andere noch ja, podcastmäßig im Prinzip mitnehmen hier gleich. Den Moskitobärbling geht es richtig gut. Jetzt kann ich es interessanterweise auch mal richtig filmen hier unter dem Schirm. Ja, unter der Pflanzendecke. Wenn das Licht nicht so reinscheint von oben, dann haben sie doch, ja, dann leuchten sie halt nicht so weiß in dem Sinne. Ja, okay, also das funzt ganz klasse mit den Tierchen hier, muss ich sagen, also mit den Fischen. Nach wie vor würde ich sie gerne nachziehen, aber das, wie gesagt, ist noch ein anderes Projekt, deswegen, weiß Bescheid, ne? Ja, die Ideen gehen nicht aus und auch, ja, die Becken in dem Sinne schon. Die reichen niemals nicht aus, ne? Ja, okay, hier gibt es jetzt nicht großartig viel zu erzählen, hier gibt es keine große Veränderung, weil hier die Population so nach und nach kleiner werden wird oder auch schon wird tatsächlich. Denn, ja, die Fischlein, die holen natürlich, wie gesagt, die ganzen kleinen Garnelen und nehmen die als Lebendfutter. Und das tut denen richtig gut, muss ich sagen. Also das gefällt denen auch. Ja, es ist nun mal so. Braucht man nicht drum heißen Brei rumreden. Es ist Lebendfutter, definitiv, ne? Ja, okay. Die erste Eiertante in unserem White Pearl Babybecken. Tada! Ja, siehst du wohl. Es gibt schon Nachwuchs. Tolle Sache, muss ich sagen. So, also auch hier müssen wir wieder ran. Das ist schon wieder komplett zugewachsen, das ganze System hier. Auch hier übrigens keine Cladophora drin. Also ich weiß auch nicht. Es scheint vielleicht gar nicht so einfach zu sein, die Cladophora wirklich zum Wachsen zu bringen. Ja, wieso, weshalb, warum das so ist. Wie gesagt, jedes Becken läuft anders. Das ist, da kann man gar nicht so in die Tiefe reingucken, was da wassertechnisch alles passiert. Und das ist halt so, ne? Da machst du nichts. Ja, das ist echt heftig wieder zugewachsen. Holla, die Waldfee. Ja, okay, da müssen wir auf jeden Fall dran. Auch hier, guck mal, sitzt sogar eine Garnele oben drauf. Walnussbaumblatt. Wird sehr gerne genommen, auch von den Thylomelania übrigens. Ich habe jetzt auch mal die Äste, ja, die Äste nicht, Blattstiel ist ja ein Blattstiel ist das. Ne? An dem Blattstiel sind mehrere Einzelblätter dran. Also das Ganze ist im Prinzip ein Blatt. Und die Stiele habe ich hier einfach mal reingeschmissen, weil ich mir dachte so, och, mal gucken, was sie denn damit vielleicht noch so anstellen. Ja, ich lasse es erstmal drin auf jeden Fall, um mal zu gucken, ja, wie dann die Blattstiele in ein paar Tagen aussehen werden. Ja, und nach wie vor können wir jetzt leider nicht sehen, da nuckelt jetzt auch am Blatt herum. Die Thylomelania hier, die buddeln sich hier tatsächlich in den Basalt ein
Und da profitieren die Garnelen von, denn die wühlen da einiges aus dem Grund heraus, was die Garnelen fressen dann. Das ist eine ganz tolle, ja, Symbiose, könnte man fast tatsächlich schon sagen, dass das so gegeben ist, ne? Tolle Sache, also richtig klasse. So, okay. Hier hängen sie alle in den Seilen. Das sind jetzt Caridina. Hier sind noch zwei Weibchen drin, die noch Eier tragen. Ich warte immer noch, dass sie die entlassen. Ansonsten, Babys geht's gut, alles okay hier drin. Das funzt nach wie vor. Wasserwechsel war der letzte am 18.11. Ja, dürfte ich auch bald wieder machen, weil in den Kleinbeck machen wir dann doch auf jeden Fall wöchentlich regelmäßig Wasserwechsel. Heute ist der 22., glaube ich. Wir gehen in den 23. So, hier ist alles. Was liegt denn da rum? Alles okay. Ist das jetzt eine Haut oder? Ja, das ist ein bisschen schwierig, da durchzufüllen. Muss ich gerade halt mal selber gucken. Ja, das dürfte eine Haut sein, so wie es aussieht. Ja, ist eine Haut. Dachte schon. Ja, kann passieren, wenn denn, ne? So, siehst du, hier gibt es eine kleine Veränderung. Hier ist Süßwassertang eingezogen. Denn die Großen haben tatsächlich die meisten Babys schnabuliert. Ja, ist so. Machst du nichts, ne? Wenn die Hunger haben und die Babys nichts zum Verstecken. Da ist einer da. Da, diesen kleinen Punkt da, da vorne, da. Da ist ein Baby. Und in dem Süßwassertank können sie sich also sehr gut verstecken. Deswegen habe ich das schon mal mit rein platziert. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das nicht von Anfang an gemacht haben. Das hat man hier damals auch gemacht. Na gut, hier waren jetzt keine Großen drin. Hier waren ja nur, ach so, hier waren, genau, hier waren ja nur die Großen. Und die hat dann eine Babys bekommen. Und ja, dann habe ich das irgendwie verpeilt. Machst du nichts, ist so wie es ist, ne? So, hier war der letzte Wasserwechsel am 21. Also es hat noch ein bisschen Zeit hier. Ja, und hier sind die Red Fancy Tiger drin. Da ist eine Wilde da hinten. Wo sind sie denn? Ja, die hängen wahrscheinlich alle oben. Die warten jetzt auf Futter, die hören meine Stimme. Das ist immer, die kriegen abends so, spätabends, ne? Wenn ich hier in die Nacht reingehe, dann kriegen die Futter und das wissen die schon. Und ja, dementsprechend sind sie dann meist schon mal irgendwo an der Oberfläche. Aber ich kann sie jetzt gerade nicht entdecken. Ach, da hängt eine in der Seile. Da. Ja, okay. Ist sowieso immer ein bisschen schwierig, die Kleinen. Da schwimmt eine. Das ist. Ne, das ist die Wilde. Genau, das ist die Wilde. Die Wilde, das hört sich auch immer an. Ne? Ja, okay. Ich habe noch etwas, das erzähle ich jetzt mal kurz. Wir haben hier eine Mango stehen. Die zickt immer wieder mal rum, weil, ja, ist so. Und machst du nichts, ne? Die sind halt so, die Mangos. So, die hat jetzt ein paar neue Blättchen ausgebildet und ich habe bei der jetzt mal angefangen, komplett was Neues zu machen. Und zwar kriegt die immer das Wasser da hinten. Das ist so mein, ja, Start-up, wenn ich ein neues Becken mache. Habe ich immer parat, ne? Für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Dann habe ich auf jeden Fall schon Mikroorganismen. Parat, um ein neues Becken sofort zu starten. Die Geschichte kennen wir ja schon, haben wir schon gemeinsam gemacht. Ja, und damit gieße ich den tatsächlich mit dem Wasser. Momentan noch ohne zusätzliche Nährstoffe, wird aber zusätzliche Nährstoffe noch bekommen. Ich wollte erstmal gucken, wie das insgesamt hier reagiert. Das ist nur ein Versuch. Ne? Wissen ja, Versuch macht klug, von daher einfach mal machen, nicht lange lachen, weiß Bescheid. So, okay. Dann gucken wir hier einmal kurz rein. Ich muss erst füttern, sonst werden wir hier nicht viel zu Gesicht bekommen. Ja, ich muss erstmal füttern. Wir werden erstmal füttern. Kaum ist gefüttert, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Eine wunderhübsche Red Fancy Tiger. Ja, okay, aber ich möchte jetzt hier nicht wieder in 5 Minuten hier reingucken, ne, sondern nur mal kurz gezeigt. Da hinten flitzt auch einer rum, da flitzt einer rum. Ja, okay. Also ist schon krass. Ich habe jetzt gerade eben gefüttert, also kann noch ein bisschen dauern, bis alles hier so richtig in Gange kommt. Aber interessant ist auch hier bei diesem Pöttchen, wo wir die. Die ist er weg. Schade, weil da war gerade einer drin rum am Laufen. Ist jetzt leider weg oder ist er da noch drin? Ne, der ist da noch drin. Der ist da tatsächlich noch drin. Die sind jetzt nur weiter oben. Ja, genau. Oder auch nicht. Egal. Auf jeden Fall krabbeln die da auch in dem Töpfchen zwischen den Wurzeln rum. Das ist auch mal interessant anzusehen. Ja, okay. So, wie sieht es mit euch aus hier? Habt ihr schon geschnallt? Habt ihr schon gemerkt? Oh, ich gehe mal eben kurz in die Hocke. Ja, guck mal. Ja, man muss immer dreimal hingucken hier bei dem Becken, weil hier sind ja die Wilden. Die Wild Blue,
Tiger, also die machen sich richtig prächtig. Ich habe heute noch nicht geguckt in Ruhe, weil ich gucke jeden Tag nach, ob es Eier gibt oder nicht. Aber bis dato habe ich also noch nicht feststellen können, ja, dass eine Verpaarung stattgefunden hat. Er hört auf zu streiten, da oben ist genug für alle. Da muss ich echt ganz genau hingucken, dass du die siehst. Ne? Ansonsten verpeilt man die schon mal. Wie sieht es hier unten aus? Jetzt bin ich gerade in der Hocke. Das ist, ist natürlich nicht so gut. Pass mal auf, ich muss auch gerade eine andere Einstellung machen, sehe ich gerade, da flitzt einer rum, hier vorne ist einer, da kommt noch einer angelatscht. Ja, sobald es Futter gibt, dann sind sie sofort dabei, dann rennen sie alle wieder rum. Ja, okay, dann haben wir jetzt gesehen, dass hier also auch alles noch in Ordnung ist. Ich gehe mal eben, alter Schwede, die ist denn jetzt kaputt hier, du, ich sag dir, du. Ja, so ist das, ne? So ist das, und das macht so einen Spaß mit den Kleinen hier. So, am liebsten würde ich hier auch mal wieder reingucken mit euch, aber da kann man leider nicht viel sehen. Hier sind ja die Galaxy Pinto Red drin, oder wollen wir mal kurz reingucken gleich? Mal auf. Ich baue das gleich mal ein bisschen um hier, weil da steht einiges rum. Und dann gucken wir da mal rein, so wie sieht es hier aus. Da sehe ich auch von oben auf jeden Fall schon mal einen. Die wilde Bande, Born to be Wild. So, gucken wir mal rein, ob wir was sehen können. Spiegelt natürlich alles wieder. Ja, da ist einer am Krabbeln. Also auch hier warte ich noch drauf, dass eine Verpaarung stattfindet, weil das wird interessant hier mit den Wilden, weil die sind ja entstanden aus ja, unseren Reinerbigen im Prinzip, die wir gekreuzt haben. Und was dann im Rückschlag im Prinzip dann dabei entstehen kann. Jetzt können wir durch die Spiegelung natürlich nicht wirklich viel sehen hier, ne? Ja, okay, die werden wohl auch alle irgendwo da oben hängen. Und schnabulieren ja da oben zwischen so rum, genau. Ja, okay. Hier gab es übrigens auch Wasserwechsel am 21. Ja, genau. Achso, hier müsste ich nochmal pH-Check machen. Da ist einer von denen, den ich auf jeden Fall raushaben möchte, hier aus dem Gesellschaftsbecken. Oh, der hat aber echt eine krasse Farbe. Aber richtig krass, scheint ein Männchen zu sein, bin mir natürlich nicht ganz sicher, weil ich sehe das immer ein bisschen schlecht, bin ich ganz ehrlich, aber es scheint ein Männchen zu sein, von der Körperform her auf jeden Fall und bei der Größe, ansonsten wäre schon längst ein rundlicher Bauch. Ja, so, das mal kurz gezeigt hier, weil ich wollte ihn gezeigt haben, deswegen kurz gezeigt, lol, aber der da hinten ist auch mega hübsch, muss ich sagen, der könnte, ups, sorry, der könnte fast zu unserer selektierten Gruppe mit dazu, trägt aber jetzt... Ah ja, ist natürlich nicht so gut. Ja, dann warte ich mal, bis die Jungen raus sind. Dann werde ich die mal rausfangen und zu dem Trupp dann setzen, die wir selektiert hatten gemeinsam. Alle sind ganz hübsche Beine. Ja, okay. So ist das, ne? Da ist sie, die Giraffe. Ja, Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ja, ich weiß, es kommt der eine oder andere, der sagt Plastik und Farbpigmente und tralala. Pass mal auf. Es ist jetzt so, dass ich sie ja in dem Eimer hatte, wie du vorhin gesehen hast, ne? Und dort sind keine Tiere drin, naja, zumindest keine Garnelen. Und dann entwickelt sich dort Aufwuchs und diesen Aufwuchs, den können die Garnelen jetzt tatsächlich abweiden. Und das ist eine ganz interessante Sache, muss ich sagen. Und ja, auch mal interessant anzusehen, auf jeden Fall, wie die Garnelen dann jo, auf dem Kopf rumtanzen. Ne? Tolle Sache. Ja, okay, musst du nicht nachmachen, wenn du denkst, ist nicht, ne? Ansonsten, ja, ist okay, auf jeden Fall. Klar habe ich das Tier vorher gründlich gebürstet und gewaschen, also da sollte man schon drauf achten, nicht einfach irgendwas aus der Kiste holen und ne, reinschmeißen, das wissen wir ja schon. Alles, was in irgendeiner Art und Weise ins Aquarium kommt, muss auf jeden Fall eine Grundreinigung erwarten, erleben in dem Sinne. Aber ist schon toll, muss ich sagen, das macht schon Spaß, da auch zuzugucken. Tja, siehst du wohl. Haben so ein bisschen Gesellschaft. Der Safari-Park. Zum Abschluss, lol, ja, für heute zumindest, schauen wir jetzt nochmal hier in das Fensterbankbecken rein. Fensterbank-Aquarium, wenn man so möchte. Hier sind ja die Galaxy Pinto Red drin, die sich selbst überlassen sind. Also, da gucken wir jetzt gemeinsam rein. Ansonsten gucke ich da gar nicht rein. Ich schmeiße einfach nur Futter rein, wie gut ist. Und, ja, ab und zu halt mal ein Wasserwechsel und ansonsten werden die Becken, wird das Becken aber genauso behandelt wie dann auch, also auch mit Montmorillonit und so weiter und so fort.
Da gibt es also in dem Sinne keinen Unterschied, aber hier liegt, wie gesagt, der Deckel drauf und das ist, ja, das läuft von ganz alleine, das Ding hier, also ohne Probleme. Nachwuchs gab es jetzt eine Zeit lang nicht, wir hatten ja mal ein paar Tiere rausgeholt, ein paar habe ich auch abgegeben, aber es sind schon wieder jede Menge Eiertanten unterwegs, also es wird bald wieder reichlich Nachwuchs geben und interessanterweise, hier kommen die auch sehr gut zurecht, muss ich sagen. Also ist schon interessant, ne? Dass das hier so ein Selbstläufer ist und auch nach wie vor der Froschbiss wurzeltechnisch so gut wie ganz wenig nur macht. Also da kann man jetzt nicht mal wirklich was erkennen an Wurzeln. Ne, das ist schon ein merkwürdiges Phänomen. Also doch, ja, mehr als nur interessant. Aber wie gesagt, alles, jedes Becken, jedes Aquarium läuft für sich ganz anders. Das ist schon echt hammermäßig. Das auch so selbst erleben zu dürfen, ne, dass das so ist. Also, es mag man bald gar nicht glauben. Eigentlich müsste man ja denken, ja, hier müssten ja auch die Wurzeln wachsen, wie verrückt von einem Froschbiss. Aber denkst du? In keinster Art und Weise. Also, das ist hier echt anders als in den anderen Becken. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Es ist einfach so, wie es ist, ne? So, und hier nochmal kurz ein Auge reingeworfen in unser Philodendron-Becken. Ja, das ist auch eine crazy Sache, muss ich sagen. Da sitzt gerade eine Garnele. Hier müsste ich auch nochmal die Parameter jetzt checken. Wir hatten ja mal Calciumcarbonat dazugegeben, um den pH-Wert zu erhöhen. Der ist dann ja auch hochgeschnellt auf, ich weiß gar nicht mehr, 6, 5 oder so. Ne? Also doch ziemlich schnell dann auch hochgefahren, obwohl wir nur wenig dabei gegeben hatten. Aber okay. Ja, das nur am Rande erwähnt. Insgesamt macht es sowieso Sinn, wenn man alles mitnehmen möchte, die Serie zu gucken. Weil das halt, ja, hier liegen so ein paar weiße Körnchen. Das liegt daran, weil hier auf dem Deckel war ein bisschen Calciumcarbonat drauf. Und als ich den umgedreht hatte, sind die Körnchen da reingefallen. Deswegen liegen die da oben auf. Das ist aber nicht tragisch, also das ist ja minimalistisch von daher. Aber ich müsste auch sowieso mal langsam wieder Werte ermitteln, muss ich sagen. Sollten wir so langsam mal wieder machen. Tja, also wie gesagt, das ist ein Selbstläufer hier. Am Fenster. Tolle Sache, muss ich sagen. Da ist sie. Ich wollte gerade Feierabend machen und Licht ausmachen und morgen dann weiterfilmen. Die Monstergarnele. Jetzt habe ich leider nichts, was ich da hinhalten kann, dass man das zum Vergleich sehen könnte. So wird es wieder spiegeln. Moment mal, oder mache ich das andere Licht nochmal kurz an? Also sie lässt sich ganz selten blicken, muss ich sagen. Also wirklich ganz selten. Sehe ich nichts im Display. Ja, also es ist, na, den kriegen wir so nicht hin, es spiegelt jetzt alles wie verrückt. Aber ich denke, man kann sie erkennen, ne? Also ist schon, das ist schon ein Monstertier, holla die Waldfee. Also ich gehe davon aus, dass es eine Neocaridina ist. Oh, ich würde es ja gerne jetzt noch anders, warte mal. Und dann kann ich das Licht vielleicht ein bisschen rüberziehen hier, ja. Das geht schon mal, dann machen wir das andere Licht wieder aus. Ist zwar erstmal dunkel, aber ja, okay. Das ist schon ein Monster. Holla die Waldfee. Das spiegelt jetzt. Das ist natürlich alles nicht so einfach gerade. Aber egal. Immerhin haben wir sie jetzt einmal gesehen. Ich wollte mal schnell die Kamera anmachen, bevor sie wieder abgehauen ist. Ja, siehst du wohl. Haben wir sie doch mal zu Gesicht bekommen. Guck mal hier einmal ganz schnell noch, wie das aussieht. 5,2. Das ist okay. Das belasse ich jetzt erstmal. Siehst du auch nichts mehr hier. Das belasse ich erstmal. Ja, ist es Bettzeit. So, okay, meine Lieben. Soll reichen für heute. War mehr als genug. So, jetzt natürlich thematisch da hinten nochmal ganz kurz. Ach, siehst du wohl, ne? Jetzt kann ich noch weitermachen. Ich hatte gerade eine Stunde was anderes zu tun gehabt. Und dann den Anschluss zu finden, ist nicht so einfach. Hier sind unsere anderen Monstergarnelen. Aber die in dem Gesellschaftsbecken, die ist nochmal eine Hausnummer größer. Was wollte ich gesagt haben? Achso, wie wir jetzt weiter vorgehen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen, das überlege ich mir noch. Stelle ich mich denn jetzt hin? Am besten so. Oh mein Gott, sag halt dir du. Ich gehe mal davon aus, dass ich auf jeden Fall nochmal Calciumcarbonat dazuführen werde. Pass mal auf, das können wir auch einmal eben just noch machen, sonst vergesse ich das wieder. Also das einmal kurz gemacht haben. Und dann stellt sich jetzt die Frage, mache ich das CO2 wieder an oder lasse ich es erst noch aus? Oder, ah, das ist so, ne? Man kann vieles ausprobieren, aber auch nicht zu viel auf einmal, ist halt so, ne? So, ne, dem wollte ich das jetzt nicht auf den Kopf schmeißen. Der ist zugewachsen, hier ist gar kein Loch mehr drin. Dann pass auf, ich schmeiße mal hier vorne hin. So.
Dann drücke ich das einfach mal runter. So, genau. Geht auch. Das sieht schon crazy aus, ne? Aber richtig crazy. So, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gemacht, dass ich das nicht vergesse. Okay. Ja, auf jeden Fall mit dem Calciumcarbonat ist eine gute Sache für die Garnelen. Ne? Die sind seitdem tatsächlich kräftiger gewachsen und kommen auch wieder in der Vermehrungsphase. Also das, ja gut, Vermehrungsphase, ob das jetzt Zufall ist, ne, ich denke eher nicht, weil wie gesagt, die sind ja auch gewachsen. Also ich denke schon, dass das sein Gutes tut. Ja, okay, mal gucken, wie sich das hier noch einpendelt mit dem pH-Wert. So, meine Lieben, ich mache jetzt Feierabend, weil irgendwann ist halt auch Bettzeit. Ne? Ach so, ganz kurz noch erwähnt, hier die Monstera-Blätter. Die sind 50 mal 50, also halben Meter mal halben Meter. Ja, das sind schon gigantische Blätter mittlerweile. So, okay. Ja, ich weiß, aber macht Spaß. Ist so, machst du nix, ne? Ja, meine Lieben, jetzt kriege ich kein Ende. Hier hätte ich gerade auch mal Calciumcarbonat reingepackt hier für die Thylomelania. Weil da müssen wir schon gucken, dass wir an pH 8 kommen, definitiv. So, okay.